Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglerin, zu einem neuen Part. Guck mal, Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir gleich in der nächsten Stadt oder jetzt schon weiter hinten hin. Wir wollen erstmal hier auf der Hauptstraße bleiben. Prismania City hätten wir hier. Alles klar. Und hier haben wir ein Team Rocketriebe. Ach du Schande, was sucht der denn hier? Na, schlägt an Ort vor mir herum. Oder willst du dich mit Team Rocket anlegen? Ja. Natürlich lege ich mich mit dem Rocket an. Ah, okay, hier haben wir Prismania City. Was gibt es hier zu sehen? Tipps für Trainer. Mit X-Treffer erhöhst du die Genauigkeit von Attacken von und mit Angriffsboss erhöhst du die Volltrefferquote deines Pokémon. Dieses Item sind im Prismania Einkaufszentrum erhältlich. Sehr schön. Danke für diese Information. Ich schätze mal, das ist das Einkaufszentrum. Rocket Gamer Paradies. Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene. Und wo wohl Team Rocket das Geheimversteck hat? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Schimmer. Na, Hallöchen. Ein alter Spielersüchtiger. Ja, im Gamer Paradies sieht man ab und zu etwas ziemlich den Gesellen. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Bestimmt nichts Gutes. Hihihihihi, mein süßes kleines Sterndu schaut leuchtend gerne beim Spielen zu. Ah, der Sterndu, das habe ich ganz übersehen. Okay. Und du so? Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon euch hinauffliegt. Aber mich dann eben einfach abheben zu können, wäre noch viel cooler. Der mit seinem Grammophon. Megafon, nicht Grammophon. Das ist was anderes. Videospiele sind das perfekte Training für die Reflexe. Alles klar. Ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So könnte das gegen jeden Tag laufen. Okay. Lauter Post an den Wänden. Ja, die Batterieleistung lässt nach. Die Batterieleistung lässt nach. Ja, so ist richtig. Ich hoffe, ich kann hier noch ein Weilchen aufnehmen. Ja, sind glaube ich nur noch 9 oder 5% sogar noch. Vorhin waren es 9, mittlerweile werden es noch 5 sein. Während ich hier rede, wahrscheinlich 4. Mal sehen, wie lange ich hier aufnehmen kann, bevor ich das Ding zum Laden stecken muss. Mal wieder sehr professionell, wie immer. Puh, ich mache eine kurze Pause. Beim Videospielen sollte man grundsätzlich öfters mal ein Päuschen einlegen. Was ist denn das für ein Noob? Niemals, Päuschen. Es wird durchgespielt bis 7 Uhr nachts. 7 Uhr morgens, meine ich. Je nachdem. James und Jesse in der Spielehalle. Komm schon, los, nur noch ein bisschen. Oder was auch immer stand. Ich habe es so im Brand interpretiert. Sorry. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir den Boss vorhin ein astreines Trangosso mitgebracht. Außerdem haben wir schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Ich würde sagen, einfach Poster abreißen. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Dass die auch immer alles verraten, das ist extra für Noobs hier alles nochmal. Ja, wir laufen jetzt dorthin, wir gehen jetzt dahin, wir machen jetzt das und wir laufen ins Versteck, das liegt dort und dort. Da musst du nur durch das Poster durch.
Am Ende verraten die uns noch unsere Bank, ihre Banknummer, die PIN zu ihrem Konto. Dann können wir gleich das ganze Geld von dem Ort abheben und damit einkaufen gehen. Können wir einfach, das ist, können wir sie bankrott machen. So kann man Timo Rocket auch besiegen. Die Trolle verraten uns doch eh alles. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier nur rumstehst, solltest du lieber die Arena von Prismania City besuchen. Die Arena der Don Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie es aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihren Pflanzenpuppen, was sie eben zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Okay. Ich will unbedingt mal zwischenspeichern. Ist eigentlich egal, weil wenn die Switch ausgeht, kann man dort weiterspielen, wo man aufgehört hat. Aber ja, sicher ist sicher. So. Uns sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Niemals. Ich untersuche jede Wand. Die zum Beispiel. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Oha! Welch ein Kampf! Sollten wir jetzt hier schon rein und sollten wir den schon bekämpfen? Ich weiß ja nicht. Rüppel von Team Rocket fordert dich heraus. Mit einem Pokémon, mit einem Radikal. Naja, dann. Da wird's wohl nicht so lange dauern, den zu besiegen. Mein hässliches Pepe. Ja. Rankenhieb, Pepe. Ultriga heißt die, glaube ich. Jetzt. Der. Zack. Ja, es kriegt Pepe fast alleine hin. Jetzt als Ultrigara oder wie das auch heißt. Ich werde es nicht mehr aussprechen. Dann wird es kein schweres Hindernis sein. Naja, ich versuch's mal mit Diktri. Müssen wir nicht gleich unser stärkstes Pokémon einsetzen. Vielleicht kriegen das auch die anderen hin. Wie wäre es mit Schaufler? Vergrab dich in den Casino-Boden. Ja. Das ist ein wenig hart. Aber es reicht, um Radikal zu besiegen. Und den Timon Getrüpel Nummer 1, der das Poster bewachen soll. Timon Getrüpel wurde besiegt. Oh Mann, das gibt Ärger. Du gewinnst 812 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Posterbewacher hervor. Alles klärchen. Wenn das so weitergeht, fliegt doch noch auf, wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Okay, vielleicht hier? Oh, hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Klick. Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Von irgendwo in der Nähe. Ja. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, wo lang ich gehen könnte. Wo ist nur das Geheimversteck von Team Rocket? Ich weiß ja nicht. Naja, wir suchen später weiter. Ich finde das jetzt nicht auf die Schnelle. Das ist zu gut versteckt, das Geheimversteck. Ich komme nicht drauf. Mist, ich habe im Gamer-Paradies schon wieder verloren. Der Highscore dort kann man wohl nur knacken, wenn man sich richtig ins Zeug legt. Okay. Na dann, untersuchen wir heute mal ein bisschen weiter Prismania City. Heute mal ein bisschen Shopping in Prismania City. Ein bisschen die Stadt erkunden, Sightseeing. Im nächsten Part können wir dann mal zu Team Rocket rein schnüffeln gehen. Denke ich, so machen wir es. Die Gegend um das Gamer-Paradies ist zwar ein bisschen unheimlich, im Großen und Ganzen sind wir aber sehr stolz auf diese wunderschöne Stadt. Ich speichere mal kurz zwischen. Ich habe so sehr Angst, dass das gleich ausgeht. Ist zwar völlig wurscht bei der Switch, aber ja, aus 3DS-Zeiten bin ich das gewöhnt, da große Angst zu haben in meinem Spielstand. Vor allem bei Pokémon-Spielen. Ja, lade die Konsole auf. Standby-Modus wird bald aktiviert. Hoffentlich nicht zu bald. Oma, ich hab Kohldampf. Koch mir was. So ungefähr. Schon gut, schon gut. Dann komm, wir gehen etwas essen.
Ach, essen gehen auch die feinen Damen und Herren hier. Und Geld haben sie scheinbar. Was starrst du mich so an? Hau ab! Oder es setzt was. Okay, ich hau schon ab. Nicht, dass ich Angst vor dem Rocket hätte, aber ja. So, hier gibt's was zu essen. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb muss ich im Einkaufscenter immer Medizin für sie kaufen. Okay, hier wird schnabuliert im Restaurant. Na, was sagst du? Wusstest du, dass es unter dem Gamerparadies noch weitere Räume gibt? Hab ich gehört. Ein Insider also. Oder er hat einfach auf das Plakat geklickt. Ich hab zu viel im Gamerparadies gespielt und jetzt zittern meine Hände. Aber ich kann die Finger noch nicht davon lassen. Dieses Spiel macht einfach zu viel Spaß. Verstehe ich. Das Gaming, naja, Glücksspiel ist ein bisschen was anderes, aber Spiele spielen, das kann schon Spaß machen. Ich bin scharf. Auf scharfes Curry. Auf Curry? Bist du scharf? Den Herrn Currywurst, der übrigens heute seinen Geburtstag hat, während ich das hier aufnehme. Herzlichen Glückwunsch, Curry, falls du das irgendwann mal in 15 Jahren sehen solltest. Ich hab dir damals gratuliert. Oh, da ist jemand online. Splatoon 2. Hey, ein unbekanntes Gesicht. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste. Da tut da etwas Abwechslung gut, weißt du? Nee, ich gehe aber wieder. Ich habe mich dafür entschieden, zu gehen und in das andere Haus reinzugehen. Oha, wird von Team Rocket besetzt, oder was? Hallöchen. Das Spiel, bei dem man mit Pokémon durch die Luft sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Die Schränkchen fliegen nur so zum Fenster rein und ich könnte vor Freude in die Luft gehen. Das ist wohl der Casino-Besitzer oder was? Wenn man ein Pokémon als Preis anbietet, könnte man bestimmt mehr Leute in das Gamerparadies locken. Was? Hey, hast du mich belauscht? Vergiss das schnell wieder. Da gab's doch mal was. Ein Pokémon Diamant, glaube ich. Ja, da könnte man Pokémon gewinnen. Finger weg von dem Monster im Gamerparadies. Dahinter ist kein versteckter Schalter oder so. Nein. Wie sollte man nur darauf kommen, hinter einem Poster einen Schalter zu verstecken? Das wäre ja wahnsinnig. Was? Pokémon? Dieses Gasthaus ist nur für Menschen gedacht. Leider haben wir momentan kein Zimmer frei. Okay. Ich gehe trotzdem durch. Ach so, das ist hier nur die Warte-Lounge. Ich mache hier mit meinem kleinen Bruder und meinem Freund Urlaub. Tasmania City ist so eine schöne Stadt. Und das ist dein Freund und da hinten dein kleiner Bruder. Okay. Warum nur? Wir wollten doch eigentlich zu zweit verreisen. Nur meine Freundin und ich. Und dann nimmt sie ihren Bruder einfach mit. So ein Scheiß. Yay, wir sind im Urlaub. Meine Schwester ist die Allerbeste. Ja, dann störe ich mal eure Familienangelegenheiten nicht weiter und verpisse mich. Ja, weiter kann's gehen. Okay. Ja, spielt heute alles verrückt. Okay, hier waren wir schon. Gehen wir mal hier weiter. Was gibt's hier zu sehen? Einen Zerschneiderbusch. Ja, interessant. Oder auch nicht. Und hier haben wir eine Dame in einem Sackgässchen. Ja. Hä? Kommt man von hier aus? Kommt man von hier aus gar nicht in die Arena? Ich fürchte nein. Ich fürchte, das tut man von genau hier aus. Hier einmal. Spaltschnitt einsetzen. Zack. Dann ist das wahrscheinlich die Pflanzenarena. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jo. Hier, das ist die Pflanzenarena. Pokémon-Arena von Prismania City. Arenaleiterin Erika. Die Prinzessin mit dem grünen Daumen. Ja, wollen wir noch nicht unbedingt rein.
Hehehe, die Arena ist toll. Sie ist voller starker Trainer. Okay. Pum pum. Das Pummeluff. Das Wesen meines Pummeluff ist hart. Sein Angriff steigt schneller an und sein Spezialangriff ist langsamer. Mit Duplex-Sieb kann es gar nicht verlieren. Okay. Na dann. Erforschen wir mal ein bisschen weiter die Stadt. Wir haben noch nicht alles gesehen. Da müssen wir noch ein bisschen uns umgucken. Mal schauen, was hier noch gibt. Hier gibt es einen kleinen Tümpel, einen kleinen Teich, um den wir nur mit Surfer kommen. Oder mit einer ähnlichen Attacke. Okay, was haben wir denn da drüben? Ein Springbrunnen. Auch ganz schön. Das sind viele Neuerungen hier in Tasmania City. Von der ersten Generation aus. Fluch! Okay. Ich verkaufe einige meiner handgemachten Pokémon-Quasars. Axwas-Wanks. Oben im 5. Stock des Einkaufszentrums. Schau mal ruhig vorbei. Ich kann auch nicht mehr reden. Ja. Cool, Spaß. Mein Smogon ist der beste Partner, den man sich wünschen könnte. Wenn es wütend wird, spuckt es giftiges Gas aus. Aber ansonsten ist es total lieb. Smogon. Ja, genau. Und was haben wir hier? Sag nicht das Einkaufszentrum. Herzlich willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Was? Auf diesem Schild hinten an der Wand findest du eine kleine Übersicht zu den einzelnen Stockwerken. Also gleich wieder raus, oder was? Nein. Ich wollte nur die Tür austesten, ob es auch funktioniert. Ich habe eigentlich keine Einkäufe zu erledigen, aber ich treffe hier immer meine Freunde. Deshalb sitze ich mich hier einfach hin und warte. Okay. Meine Damen und Herren, kaufst du ein paar Axwas-Arts für mein Pokémon, bitte? Aber das 4. Obergeschoss ist so weit oben. Wollen wir nicht einfach wieder gehen? Nie kaufst du mir was. Doch, ich kauf dir schon das, aber ich will heute nicht hoch. Nie kaufst du mir es, du liebst mich nicht. So ungefähr. Dann nimm doch den Fahrstuhl. Ist so weit oben. Ach, was war's? Geschenkartikel, Videospiele, Trainerabteilung. Videospiele? Ich glaube, ich weiß, wo ich hin will. Videospiele? Oh. Hier gibt's Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Let's Go Pikachu mit einer Switch im Bundle zu kaufen. Natürlich mit der Switch im Bundle, also nicht andersrum. Die Switch gibt's im Bundle zu den Spielen. Also wenn du die Spiele kaufen willst, kannst du zusätzlich dazu auch noch eine Switch kaufen, verstehst du? So und nicht anders. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Und das sind die beiden Spiele, oder was? Nein, das sind nur Plakate. Ein Fernseher. Ein Rollenspiel. Aber du hast leider keine Zeit zum Spielen. Ich spiele doch gerade. Außerdem keine Zeit zum Spielen? In welcher verfluchten Welt leben wir denn? Keine Zeit zum Spielen? Hallo? Welche verdammte Welt ist das denn? Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Eine Welt, in der man keine Zeit mehr zum Zocken hat. Die ist nicht mehr lebenswert. Nee, ich hau ab hier. Alle Pokémon, die du dir selbst gefangen hast, haben ein und dieselbe ID-Nummer. Pokémon mit einer anderen ID-Nummer hast du also ziemlich sicher per Tausch bekommen. Das ist verdammt unlogisch. Unlogisch denken in Pokémon, könnte man mal dem lieben Lenny Fickett sagen. Dass alle Pokémon dieselbe ID haben. Liebe Spieleentwickler, wisst ihr, was eine ID ist? Egal. Ein Sportspiel.
Das würde Papa sicher gefallen. Papa? Okay, wir haben einen Papa. Das war doch noch nie so ein Pokémon-Spielen. Ein Puzzlespiel, das ist bestimmt fesselnd. Ein Puzzlespiel und fesselnd. Ja, ist klar. Na, hier nichts. Das ist nur ein Laptop. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Nein, das ist ein Laptop. Daneben liegt eine Switch-Konsole. Das ist ein Notebook. Ein Kampfspiel. Sieht ja ziemlich anspruchsvoll aus. Das sind, ja, einige. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Ganz viele Nintendo Switch-Konsolen hier. Ich muss ganz dringend auf die Toilette. Doch hier kommt schon wieder ein Kunde. Und der neue Kollege, der mich ablösen sollte, kommt auch zu spät. Ah, so hilft mir doch jemand. Reicht mir denn niemand die Hand? Die Hand vielleicht nicht, aber ich kann dir einen Katheter reichen, den du dir anschließen kannst. So eine Pissente. Nicht ein Katheter, wie man so eine Pissente, sondern in einem Krankenbett hast. Kannst du dir einfach, ich kann dir auch einfach einen Eimer geben, kannst du hinter die Tresen pinkeln. Ja. Sehr schöne Unterhaltung hier für Pokémon Let's Go Evoli. Und in diesem Sinne, du erhältst das TM03 rechte Hand. Du verstaust das Item in der TM-Box. Die TM03 erhält die Attacke rechte Hand. Sie erhöht die Stärke der Attacken eines Mistreiters. Ich glaube, da sollte Mitstreiter stehen. Da steht jetzt Mistreiter. Da sollte ganz sicher Mitstreiter stehen. Eines Mistreiters. Fail. Erhöht die Werte eines Mistreiters. Ja. Höher. Warum liegt hier Mist? Ich kann es kaum erwarten. Komm zu mir, mein kleines El Polo. Ich bin El Polo-Sammler, weißt du? Das hätte ich jetzt ja auch nicht gedacht. Deshalb will ich Huch. Das Apollo hat sich beim Tausch zu einem anderen Pokémon entwickelt. Och nee, jetzt will ich das nicht mehr haben. So Gengar, das brauche ich doch gar nicht. Cool. Hat eine voll tiefe Stimme. Das kleine Kind hat so eine tiefe Stimme. So spreche ich es jetzt. Mein Kumpel tauscht seinen Kankama gegen mein Apollo. Und das eine Kind, hey, hallo. Und das andere, hey. Cool. Mein Kumpel tauscht den Kankama gegen mein Apollo. Cool. Ich wollte das andere ansprechen. Ich kann es kaum erwarten. Komm zu mir, ich bin Apollo-Sammler. Deshalb will ich unbedingt hoch. Das Apollo ist wahrscheinlich entwickelt. Spaß beim Synchronsprechen. Okay, was haben wir hier? Hast du schon mal die Stahlattacke Eisenschweif eingesetzt? Bei Pokémon vom Typ Fee, Gestein oder Eis soll sie ganz besonders einschlagen. Okay. Mit etwas Glück verpasst du die Attacke. Ja, mit etwas Glück verpasst du die Attacke-Triplette. Das Gefühl, wenn es klappt, ist einfach unbeschreiblich. Lesekenntnisse würden das Spiel eindeutig verbessern. Oder wie heißt das in dem? Lesekenntnisse sind erforderlich, damit das Spiel schöner wird. Wow, hier gibt's jede Menge starke und nützliche TMs. Ich will nie wieder weg. Aha. Herzlich willkommen. Womit kann ich behilflich sein? Ich will was kaufen. Was hast du denn so? TMs? Nee, TMs hast du nicht. Beleber, davon habe ich 4. Dann gönne ich mir noch ein paar. 5 vielleicht. Na toll, jetzt habe ich 9. Was soll's. Super Battle, wie viel habe ich davon? 6 noch. Beleber. Fluchtseil. 5 Fluchtseile reicht erstmal. Aufwecker habe ich auch erstmal. Supertrank, ja.
reicht fürs Erste. Danke sehr. Und du so verkaufst auch das Gleiche? Ah, Drachenrute, Kerntöne, Eisenschweif, Kaskade, Triebblätter, Protzer, Spukball, Hyperstrahl. Spukball klingt cool. Ich hab nicht so viel Geld. Mist. Warum kann man eigentlich kein Videospiel kaufen? Das ist doch blöd. In der oberen Etage. Eine Etage höher. Ich hätte gern ein Videospiel. Ich hätte gern Pokémon Let's Go Evoli. Ich würde es gern kaufen. Nicht? Ach komm, dann verlass ich den Laden wieder. Was soll ich denn hier? Ich wollte hier Videospiele kaufen, aber... Dann halt ein paar Videospiele... ein paar Accessoires. Was hast du denn für Accessoires? Herzlich willkommen, womit kann ich helfen? Hüte. Oh cool, ich kann Hut. Hut. Einen süßen Hut, einen eleganten Hut. Sommerhut. So viel Geld habe ich gar nicht. Ein eleganter Hut. Das hast du mir überlegt. Hm. 10.000 für einen Sommerhut. Was hast du denn nur sonst so noch, bevor ich mein ganzes Geld ausgebe? Krönchen. Ja gut, das ist ein klein wenig überteuert. Das Krönchen. Da muss ich wohl für sparen. Ja. Da will man als Zwergenfürst nur seine Krone bekommen. Den Sommerhut bitte einmal. Ja, dann gebe ich halt mein ganzes Geld aus. Ach, in den Klamottenkoffer gesteckt. So ein Mist. Ach, hier gibt es noch mehr davon. Ein Bändchen. Rotes Bändchen, grünes Bändchen, blaues Bändchen, schwarzes Bändchen, Karo-Bändchen, formelles Bändchen, Tupfenbändchen, Streifenbändchen. Ah, okay. Schleifen haben wir. Rote Schleife, grüne Schleife, blaue Schleife, schwarze Schleife, Karo-Schleife, Tupfenschleife, niedliche Schleife, Krüchenschleife. Mhm. So viel dazu. Und die Spangen? Matrosenschlange, Safari-Schlange, Tupfenschlange, rote Schlange, blaue Schlange, grüne Schlange, schwarze Schlange, weiße Schlange. Schlange, genau. Blümchen hat er noch. Rote Blümchen, rosa Blümchen, blaue Blümchen, weiße Blümchen, orange Blümchen, lila Blümchen, türkise Blümchen und grüne Blümchen. Ah, okay. Geld haben wir nicht mehr, haben wir alles für den Hut ausgegeben. Eine Brille! Ach du Schande. Ich habe mein Geld ausgegeben. Was gibt's denn hier? So viel Geld habe ich nicht mehr. Schwarze Brille, rote Brille, grüne Brille, braune Brille, Partybrille. Partybrille! Ich muss Geld holen und wieder herkommen. Irgendwo muss ich Geld sammeln. Nein, Brillen hatten wir schon. Sonnenbrillen, will ich wissen, was du hier hast. Sonnenbrillen. Blaue Sonnenbrille, rote Sonnenbrille, braune Sonnenbrille, dunkle Sonnenbrille. Genial. Und hier drüben? Dickdart. Gönne ich mir. Einfach mal so. Ein dickter Hut. Warum nicht? Wer als Gentleman etwas auf sich hält, achtet darauf, dass seine Pokémon anständig aussehen. Das verlangt schon die Etikette. Okay. Der feine Herr. Die Dickdarhüte sind Accessoires. Aber wenn die wer tragen kann, dann ich. Du wirst schon sehen. Modemagazin, ich komme. Okay, ich schnell ab. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Ich kleide mich gleich mal um. Das wäre ja ein blöder Versprecher. Schlaulab. Meine Versprecher, da müsste auch mal jemand ein Best of All draus basteln. Das ist einfach. Zwergen für Outfit. Kopfbedeckungen. Wo ist mein sommerlicher Hut? Und wo ist mein dickter Hut? Was? Ist das nur für Blackie oder was? Ach, da ist der Sommerhut. Cool. Nicht für mich, sondern nur für das Pokémon. Mann. Dickter Hut. Warum nicht? Bedrücktes Schweigen. Ich glaube, wir sollten generell noch umziehen. Nicht mit der Wohnung, aber formelles Schirpt. Ach, das habe ich gerade an.
Dann nimm doch mal das Matrosenshirt. Matrosenshirt und... ja... der Sommerhut. Das passt doch am besten. Und ich so... zu Zwergenfee wechseln. Dann nehmen wir... ja... da finde ich die schwarze Kappe noch fast am besten. Können wir aufbehalten. Oberteile. Matrose. Ja, warum nicht? Das Pfadfinder-Uniformchen. Oh, sportliche Shorts. Jo, Pfadfinder-Uniform wieder angezogen. Sehr gut. Tasche dann auch noch. Irgendwo die Tasche. Ja, muss sein. So kann es doch gehen. So kann man wieder rumlaufen. Die schwarze Mütze, warum nicht? Passt. Und runter. Sind wir nicht im obersten Stock? Jetzt habe ich ganz verwirrt auf den nächsten Stock geklickt. Ach so, das war's. Ist doch das vierte OG. Oder etwa nicht. Oh, die Terrasse draußen. Woli, woli. Becky starrt neugierig an den Getränkeautomaten. Möchtest du ein Getränk kaufen? Dann kaufe ich doch glatt mal eine Limonade. Warum nicht? Du gibst Becky eine Limonade. Blacky scheint vom milden Geschmack der Limonade hingerissen zu sein. Milder Geschmack? Na, das wollen wir ja nicht. Na dann. Ich glaube, der Part ist schon ein wenig lang. Schon lang genug. Ich schau mal kurz auf das Öhrchen. Jetzt Schluss zu machen. Damit ich darum soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.